Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Do-It-Tayo-Quick-Tipp. Ich bin Tayo und zeige dir, wie gewohnt, einen leicht umsetzbaren, aber dennoch sehr praktischen Quick-Tipp. Dieses Mal geht es um das ganze Schrauben-, Dübel-, Werkzeug- und Dingsbums-Zubehörsortiment, das einem beim IKEA-Möbelaufbau immer übrig bleibt. Da fällt mir ein, das wäre doch die Erklärung für meine instabilen Möbelstücke. Oh nein, Scherz beiseite. Zum Wegwerfen sind diese Dinge eindeutig viel zu schade. Außerdem könnte man möglicherweise in ferner Zukunft einen dieser Teile als Ersatzteil brauchen oder einfach zweckentfremden wollen. Aber wenn man so ein IKEA-Einkaufssucht-Opfer ist wie ich, dann würde da schon einiges durcheinander kommen. Woher soll man denn da noch wissen, was wo dazugehört und vor allem, wie aufbewahren, ohne dass etwas verloren geht? Na, das zeige ich jetzt. Alles, was du brauchst, sind verschließbare Tüten. Meine hier sind zum Beispiel sogar auch von IKEA. Und einen Edding oder ähnliches zum Beschriften. Wenn du dergleichen gerade nicht zur Hand hast, kannst du auch einfach einen Zettel in den Beutel legen. Einen beschrifteten Zettel natürlich. Tja, und jetzt geht's ans Abfüllen. Diese abgefüllten Bäckchen kannst du nun in einem separaten Karton aufbewahren oder so wie ich im jeweiligen Möbelstück. Ich hoffe, mein Quick-Tipp hat gefallen. Wenn ja, kannst du mich das gerne wissen lassen, Zwinker. Tschüss, bis zum nächsten Mal.